heiße Karl Alamowski, bin 41, bin von Anfang an bei NEOS dabei. Seit damals habe ich die Themengruppe Demokratie Innovation. Bin in der Zwischenzeit Mitglied des erweiterten Vorstands von NEOS. Ich mache meistens das Sitzungspräsidium bei den Mitgliederversammlungen. Habe das auch einmal gemacht bei der bisherigen Landesmitgliederversammlung. Und bin Syndikus des NEOS Parlamentsclubs. Was bedeutet, ich bin nach wie vor selbstständig als Rechtsanwalt, was mein Brotberuf ist. Habe aber einen Vertrag mit dem Parlamentsclub. Weil Frauen immer wieder ansprechen, dass die Kommunikation, die Sprache doch sehr rau ist, sehr untergriffig und sie das abstoßend finden. Wie siehst du das? Ich habe den Eindruck, es macht einen großen Unterschied, ob Publikum dabei ist. Was anderes ist es aber dann, wenn eine Sitzung öffentlich ist und besonders bei Plenarsitzungen. Das ist Show. Da wird eine Inszenierung verfolgt und ein Publikum befriedigt. Und das kann man dann aushalten, wenn man die Sachen nicht persönlich nimmt, wenn man weiß, dass man in einer Arena ist, wo bestimmte Rollen gespielt werden. Es ist auch bei uns manchmal eine Inszenierung dabei, die aber keine untergriffige Inszenierung ist und die auch nicht den anderen das Wort im Mund verdreht. Es gehört schon dazu, dass man in offene Wunden blickt und eine bestimmte Geschichte erzählen möchte oder etwas in einen Kontext stellt. Bei uns war die Frage, wie viel Aktionismus gehört dazu? Wie viel Aktionismus braucht es, damit man Aufmerksamkeit bekommt von den Medien als 5%-Partei? Noch eine ganz andere Frage, du hast eine Tochter. Was würdest du dieser sagen, wenn sie zu dir kommt und sagt, Papa, ich engagiere mich jetzt, ich gehe jetzt in eine Partei? Ja, soweit ich sie noch nicht, sie ist jetzt 13, kommt in die vierte. In der ersten war sie Klassensprecherin. Sie hat dann in den darauffolgenden Jahren nicht mehr kandidiert. Also sie hat so eine kleine politische Erfahrung gemacht. Sie hat gesagt, es ist ein undankbarer Job, wenn man die Interessen einer Gruppe repräsentiert gegenüber einem Vis-à-vis. Man wird nur kritisiert, man kann es niemandem recht machen. Ich wollte einfach auch nur wissen, ob du es unterstützen würdest und ob du sozusagen sagen würdest, ja, mach das, oder ob du sagen würdest, naja, ich weiß nicht, deine junge Frau. Ich würde sie auf jeden Fall unterstützen. Ich finde, dass das etwas Sinnvolles ist und dass man auch Verantwortung übernehmen muss, wenn man entweder talentiert ist für etwas oder wenn einen etwas besonders interessiert oder wenn man bestimmte Fähigkeiten mitbringt, dann sollte man die auch in einem größeren Rahmen ausüben.